Hast du einen Verlag geerbt? Nee, aber ich glaube, unser Kultusminister ist an einem beteiligt. Wieso? Die brauche ich alle für die 11. Klasse. Oh, Finger weg. Ach komm, so ein bisschen Dreck aus dem richtigen Leben. Es gibt der Liebe doch erst den richtigen Kick. Ah ja. Ich hätte da auch noch einen ganz anderen Kick zu bieten. Wasch dir erstmal die Hände, okay? Hey, das sind Arbeiterhände. Bist du dir wohl zu schade für, hm? Im Gegenteil, ich habe auch bald Arbeiterhände. Woher denn? Ich suche mir für mein Schulpraktikum eine Stelle auf dem Bau. Och, dann kommst du immer zum Kiosk bei mir Bier holen. Hehehe, ich mein's ernst, Florian. Ich auch. Oh! Du und dein Kiosk. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du dafür die Schule schmeißen kannst. Mit dir lernen war immer so toll. Mit mir zusammen sind viele Dinge toll. Und wie stellst du dir deine Zukunft vor? Als rasender Hausmann an der Seite einer erfolgreichen Architektin? Glaubst du wirklich, ich will mich von dir aushalten lassen? Wenn du so weitermachst, bleibt dir nichts anderes übrig. Guten Appetit. Danke. Liegt was an? Nee, eigentlich nicht. Und uneigentlich? Wollte ich mich eigentlich nur bei dir bedanken. Na wofür? Na dafür, dass du gestern Abend mit Florian und mir ins Kino gegangen bist. Na dann bitte. Stell dir vor, Florian hat heute weder vor dem Computer gesessen, noch hat er Comics gelesen. Wow, was so ein Abend im Kino alles ausmacht. Und das ist noch nicht alles. Was, hat er seinen Schreibtisch aufgeräumt? Quatsch. Ja, wir haben dauernd... Na, du weißt schon. Na, dann herzlichen Glückwunsch. Hey, wir haben ihn total eifersüchtig gemacht und das ist allein dein Verdienst. Bin ich auch mächtig stolz drauf. Ist was? Geh und sag schon, was ist los? Nix ist los, das ist es ja. Du bist doch nicht eifersüchtig. Oh Gott, ich dachte, du spielst mit, weil du mir einen Gefallen tun wolltest. Was du immer denkst. Ach, Aki. Und was ist mit dieser Yolanda? Will er von der auch nichts mehr wissen? Die können wir jetzt abhaken. Sicher? Absolut. Wahre Liebe hält für immer. So ein Quatsch. Mir tut aber auch alles weh heute. Gibst du mir mal den Zucker rüber? Ja, klar. Sag mal, hört er mir überhaupt zu? Doch, natürlich. Dir tut heute alles weh. Ja, und wo bleibt euer Mitleid? Oh, du Ärmster. Du willst mich umbringen. So schlimm? Du hast ja keine Ahnung. Ich habe heute den ganzen Nachmittag die schweren Bierkästen geschleppt. Oh, unser Held der Arbeit. Allmählich habe ich echt ein Denkmal verdient. Soll ich dich ein bisschen massieren? Schon überredet. Tja, so ist das eben, wenn man die Karriereleiter von der untersten Stufe annehmen will. Haha, du bist ja bloß neidisch, dass es bei mir so schnell aufwärts geht. Au, nicht so doll. Stell dich nicht so an. Hi, Aki. Hi, ist Florian hier? Ja, klar, komm rein. Florian, dein Chef ist da. Der Sklave hat Feierabend. Ja, den hätte ich auch, wenn ich deine privaten Lieferungen nicht hinterhertragen müsste. Mir kommen die Tränen. Und jetzt will ich Cash sehen, dann sind wir aus der Sache raus. Was ist denn da drin? Schon mal was von Postgeheimnis gehört? Ja, nun zeig doch mal her. Es sind bloß ein paar alte Comics. Die kriegst du an keinem Kiosk mehr. Kohle, ich bin nicht zum Vergnügen hier. Zieh's mir vom Gehalt ab, Mann. Das nächste Mal lässt du dir die Dinger nach Hause liefern. Schönen Abend. Ich bin alleine raus. Ja, hallo, hier ist Florian Brandner von der Kulturredaktion der Kölner Stadtzeitung. In Ihrem Verlag erscheinen doch die Comics von Yolanda, richtig? Genau. Ja, also ich schreibe gerade an einem Artikel über Yolanda und da würde ich natürlich gerne ein Interview mit dir bringen.
Dazu bräuchte ich allerdings Ihren richtigen Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Ja, das kann ich verstehen, aber überlegen Sie doch mal, die ganze Sache ist uns 3 Seiten wert. Ja, aber denken Sie doch mal an die Publicity für Sie. Ja, super. Danke. Ja, hab ich. Ich? Für die Stadtzeitung? Ach, schon fast 10 Jahre. Ja, danke, danke. Vielen Dank. Wiederhören. Was war das? Das war bloß ein billiger Trick, um an alte Sammlercomics zu kommen. Da muss man eben manchmal ein bisschen schummeln. Glaubst du wohl, du kannst mir alles erzählen, ha? Huh? Hältst du mich für völlig bescheuert? Ja, was haben wir denn da? Kurzgeschichten von Thomas Mann. Du ziehst dir doch einen Riesenfilm ab. Seit wann sammelst du denn Comics? Das habe ich dir doch schon 100 Mal erklärt. Ich habe mich von Freaks am Kiosk anstecken lassen. Das kaufe ich dir nicht mehr ab, Florian. Und du glaubst auch noch, ich bin so bescheuert und merk's nicht, oder was? Gib mir bitte die Comics. Wozu? Gib sie mir bitte. Wozu? Ich will keinen Streit mit dir. Es ist mir scheißegal, was du willst. Sammlercomics. Anna, jetzt glaub mir doch. Na, du lügst doch nur noch. Das ist doch Quatsch. Yolanda ist out, wirklich. Und warum hast du dann massenhaft Comics von ihr bestellt? Das ist doch Wochen her. Warum versteckst du dann die Dinger von mir? Weil ich nicht wollte, dass du genau das Theater abziehst, was du jetzt machst. Ja, dann hättest du mir doch sagen können, dass du die Dinger schon vor Wochen bestellt hast. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du dich wegen so einer alten Sache aufregst. Ich schmeiß die Dinger weg, okay? Willst du jetzt den Märtyrer spielen? Helga Krüger? Ja, guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne mit Maren sprechen. Tut mir leid, aber das geht nicht. Es ist aber sehr dringend. Aber es geht wirklich nicht. Hören Sie, ich bin ein alter Freund von ihr und sie hat mich neulich angerufen, weil sie eine Auskunft von mir wollte. Sie hat Sie um eine Auskunft gebeten? Ja, ich sollte ja was raussuchen. Wer immer Sie auch sind, ich finde das nicht besonders komisch. Was machst du? Nichts. Warum guckst du dann so komisch? Ich kann ja nicht immer den Clown machen. Hey, komm, lass uns doch zu Aki gehen oder ins Kino oder irgendwas anderes machen. Tut mir leid, ich muss noch aufräumen. Ach, der hat sie doch nicht mehr alle. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hat Florian dich jetzt angesteckt, oder was? Geschäftsleben funktioniert heutzutage überhaupt nichts ohne Computer. Bei Florian auch nicht im Privatleben. Wieso? Hängt er wieder im Wellnet rum? Na, ich weiß nicht. Er hat nur gesagt, dass er was am Computer zu tun hat. Und dich interessieren die Dinger überhaupt nicht. Ja, und wenn? Florian würde mich ja eh nicht dran lassen. Das ist es. Anna, du guckst dich jetzt ein bisschen im Wallnet rum. Nee. Doch, 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 doch. Wenn du erst mal angefangen hast, kannst du gar nicht wieder aufhören. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ja, komm, das ist echt geil. Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht finden wir einen heißen Typen in Miami oder auf den Fidschis. Ja, ich brauche mit Sicherheit keinen Typen, der dauernd vom Computer hockt. Schau her. Flobran, das ist Florians Username. Er hängt auch im Worldnet. Echt? Nein, das ist nichts. Da gehen wir wieder raus. Ah, nix da, nix da, nix da. Da bleibst du drin. Ach, wieso? Was bringt dir das, wenn du ihm hinterher schnüffelst? Ja, du wolltest doch, dass wir da reinschauen. So ein Arsch.